Hallo und herzlich willkommen zum Python-Workshop. Ich freue mich, dass ihr so zahlreich da seid und hier mitmachen wollt. Im Endeffekt halte ich den gleichen Vortrag rund 15 Jahre. Spricht für die Stabilität der Programmiersprache. Sicherlich haben sich Kleinigkeiten geändert, aber so ganz im Groben ist es eigentlich erhalten geblieben. Es ist eben eine Programmiersprache, die relativ einfach ist und genau deshalb auch gut geeignet ist, um im Alltag eben wirklich einen zu unterstützen und die Sachen zu lösen. Mir macht es ungebrochen Spaß seit vielen Jahren. Ich tue es eben in der Arbeit verwenden. In der Freizeit habe ich jetzt meistens andere Dinge zu tun, aber ich hoffe, ich kann hier ein bisschen die Programmiersprache vermitteln. Ich versuche natürlich jetzt hier irgendwie den Spagat zwischen komplette Einsteiger und eben Umsteiger, die von Python keine Ahnung haben. Gut, ich starte. Die HTML-Seite hier ist unter thomasgüttler.de Vorträge dann auch zu finden und nachzulesen. Ich hoffe, ihr seht es mir nach, dass ich da eben das jetzt mal ganz schlicht gestalte. Also Python ist eine universelle, interpretierte, höhere Programmiersprache. Ihre Entwurfsphilosophie betont Programmierlesbarkeit. Die Programmstruktur wird durch die Einrückungstiefe gebildet. Quelle Wikipedia. Sagt natürlich schon ein kleines bisschen was aus. Also es ist leicht, es soll einfach sein. Und genau im Alltag möchte ich es einfach und bequem haben. Erstmal zu meiner Wenigkeit. Wie kam ich dazu? Also ich habe vor dem Studium 1989 so rum rund mit Basic angefangen, auch ein bisschen was in Assembler programmiert, mit Turbo Pascal, also Fraktale programmiert, das war damals so ein bisschen Mode. Und dann habe ich das auch studiert an der HTW in Dresden. Dort haben wir sehr viel kennengelernt, also das war eine sehr praxisnahe Ausbildung. Unix Shell, C, C++, Java, Prolog, Lisp, Visual Basic. Und in der Freizeit habe ich dann Perl programmiert. Das war dann irgendwann an seine Grenzen gekommen. Es hat einfach keinen Spaß mehr gemacht mit Referenzen und Backslashes und Dollarzeichen. Hat man dann den eigentlichen Quelltext gar nicht mehr gesehen. Habe mich umgeschaut, was macht mir Spaß, was könnte mir gefallen. Dann habe ich zwischen Ruby und Python hin und her überlegt und damals dann die Entscheidung getroffen, Python ist das, was mir irgendwie mehr zusagt. Und seitdem nutze ich es eben eigentlich arbeitstäglich. Was auch sehr schön ist an Python, ist die umfangreiche Bibliothek, zum Beispiel die Standardbibliothek, die bei der Installation gleich dabei ist, hat sehr viel gleich on board, sodass man dann gleich loslegen kann. Und was auch sehr schön ist, dass es auch einen PyPI-Server gibt, also einen Python Package Index Server. Und dort kann man sich auch ganz viele zusätzliche Module noch herunterladen. Was mir von Anfang an gefallen hat, was manche ein bisschen irritiert, ist dieser Stack Trace. Also wenn ein Fehler bei einem Shell-Skript passiert, dann macht die Shell einfach weiter. Das ist Hilfe, das will ich überhaupt nicht haben. Bei Perl kriegt man dann vielleicht einen Abbruch und vielleicht noch eine Zeilennummer. Bei Python ist das Schöne, man kriegt gleich einen Stack Trace. Also man hat dann ein Programm und es hat verschachtelt Funktionsaufrufe. Und diese verschachtelten Funktionsaufrufe sehe ich dann gleich als Fehlermeldung. Und das hilft mir als Programmierer gleich zu verstehen, wo eigentlich der Fehler herkommt und wie ich dann auch den dann beheben kann. Das nächste, wer vielleicht in C oder C++ programmiert hat, Segmentation Faults sind gar nicht möglich. Segmentation Faults sind natürlich der Super-GAU. Irgendwo im Hauptspeicher wird daneben gegriffen, buff, und das ganze Programm stürzt ab. Ist natürlich schwer nachzuvollziehen, dann immer, wo das genau passiert ist. Das hat man in Python oder überhaupt in den höheren Programmiersprachen dann nicht mehr. Und das macht es dann sehr schön. Anfangs, als ich da eben für Python begeistert war, vor 15 Jahren, hat man dann immer noch rumgeunkt, ach ja, das wäre ja alles viel zu langsam und bla bla bla. Aber im Endeffekt, was sehr wichtig ist, dass die Geschwindigkeit, bis man fertig ist. Es gibt da zwei Zeitbegriffe sozusagen. Das eine ist die Geschwindigkeit, wie schnell wird der Quelltext ausgeführt, und die andere Zeit ist, wie lange braucht der Programmierer, bis er fertig ist. Und in der Regel ist diese Zeit erstmal viel wichtiger, dass das Ding erstmal fertig ist. Und danach kann man es ja immer noch optimieren und an verschiedenen Stellen Feinschliff machen. Und ich bin froh, dass man ganz prinzipiell in Python auch leicht das nochmal weiter optimieren kann, in C oder Ähnlichem. Habe es aber in der ganzen Zeit in meinem Alltag noch nie benötigt, weil es auch an sich super schnell ist. So, was auch noch super ist, ist die Community. Ich habe unten dann ein kleines Bild, das tut es sehr gut darstellen. Die Lizenz ist eben nicht GPL, also ich kann auch den Python-Interpreter irgendwie kommerziell einbetten oder Ähnliches. Und was mir sehr gut gefallen hat, diese Schlüsselwörter, also wenn man vom ANSI C kommt oder Begriffe aus dem POSIX schon vorhanden sind, dann sind das die gleichen Begriffe und darum findet man sich da auch sehr schnell zurecht. Ich weiß nicht, wer kennt den Stack Overflow? Mal kurz mal melden, wer hat mit Stack Overflow schon mal was zu tun gehabt? Ja, dachte ich mir, schon einige. Im Endeffekt kommt man da ganz automatisch drauf, man gibt eine Fehlermeldung oder irgendwas ein bei Google und kommt dann zu dieser Seite. Das ist eine Frage- und Antwortseite, wo Programmierer eben Fragen stellen und Programmierer antworten. Und da gibt es auch so eine Grafik hier. Da
da sehen wir den Verlauf. Also wir haben links 2009, rechts 2019. Wie sind denn so die Fragen? Welche Fragen werden gestellt? Zu welchen Programmiersprachen? Und im Endeffekt sieht man, wie ist der Trend? Also Perl, klar, im Abflug. C, ja, auch nicht gerade so der Hype. C++, das ist das Grüne, auch sehr weit unten. Java ist sehr interessant, ging eine Weile hoch, ist aber auch im Abwärtstrend, dieses lilane. Ruby hat eine stabile Community, aber ist auch eher am Abnehmen. C#, wo haben wir das? Das ist das Rosane, das geht auch runter. PHP, auch leicht im Abwärtstrend. Und Python ist eigentlich das Einzige, was hier wirklich kontinuierlich zunimmt. Also so ist auch meine Erfahrung. Sicherlich hat man als Arbeitnehmer dann sicherlich die Vorgabe hier, du bitte programmier das in Java. Dann programmiert man das in Java, keine Frage. Kann man gerne machen. Aber überall dort, wo die Leute die Tools selber wählen können, also gerade im wissenschaftlichen Umfeld, wo es einfach das heißt, ne, du musst eben diese Zeitspanne analysieren und dieses einfach tun. Und wo der Entwickler dann die Wahl hat, also ist es anscheinend so, dass das irgendwelche Tools auch immer mir es große Freude macht und anderen wohl auch. Und man sieht, dass das hier eben schon zukunftsträchtig ist. Gut, das, was ihr prinzipiell können solltet, ihr solltet also mit dem Editor dann irgendwie Programme schreiben können. Ich hoffe, ihr öffnet dann nicht Microsoft Word, sondern irgendeinen richtigen Texteditor, aber das wird schon klappen. Gut, dank der Readline-Bibliothek kann man Python auch sehr schön interaktiv verwenden. Wer will, kann diese kleine Sache mal kurz mitmachen. Also da entsprechend alt ist der Vortrag. Ne? Ich habe ein 56K-Modem, also kein DSL, kein Glasfaser, und möchte eine Datei, die 7 MB groß ist, runterladen. Und dann habe ich hier Bits per Second ist 56.000. Dann habe ich Bytes per Minute, eben durch 8 mal 60 habe ich Bytes per Minute. Dann habe ich meine Datei, die ist 7 mal 10 hoch 6. Und dann habe ich die Dauer, ist Datei durch Bytes per Minute ist 16. Also entsprechend lange dauert es dann, um die 7 Megabyte Datei runterzuladen. Kleines Beispiel, wie man eben sehr schön hier einen sehr komplexen Taschenrechner da hat, um mal eben was auszurechnen. Also auch wenn wir im Skiurlaub waren und dann wird irgendwann am Schluss die Kosten aufgerechnet, mache ich das manchmal einfach schnell in Python hin und her, so, weil das schön einfach ist. Aktuell steht manchmal noch die Frage im Raum, soll ich Python 2 oder Python 3 nehmen? Das ist im Endeffekt gar keine Frage mehr heutzutage. Wenn es was Neues ist, nimm Python 3. Und ich muss das aber zugeben, bei uns im Beruf ist es so, wir haben noch Python 2 und wollen dann dieses Jahr umstellen. Das zieht sich alles hin, weil die Kunden natürlich da überhaupt gar kein Interesse haben. Die wollen einfach ihre Produkte haben, die wollen, dass sie ihre Probleme gelöst haben. Und ob wir Python oder Ruby oder Perl nehmen, ist denen auch total egal. Und da steht es dann eben, solche Aktualisierungen dann immer hinten dran, weil ja unsere Aufgabe ist, den Kunden glücklich zu machen. Gut, alle im Größeren jetzt gewesen, oberflächliche Sachen, jetzt gehen wir los. Was gibt es denn eigentlich für Datentypen in der Programmiersprache? Und wir haben hier ein Integer, wird einfach als 1 geschrieben, ein Float ist 0.1. Ein String kann in solchen einfachen Anführungsstrichen stehen. Das ist eine Unicode-Zeichenkette, dann Bytes mit so einem vorangestellten B, also binäre Daten. Man kann eine Liste mit diesen eckigen Klammern machen oder ein Tupel mit den runden Klammern hier. Dann gibt es Mengen, das ist ein Set. Ich gebe also rein 1, 1, 2, 2, 3 und habe als Ergebnis die Menge 1, 2, 3, also Duplikate werden entfernt. Und Dictionaries. Man mappt einen Key auf einen Value. Jetzt gibt es wahrscheinlich, ja, 70% der Teilnehmer sagen, klar, verstanden. 30% der Teilnehmer sagt, Hilfe, was ist das? Nehmen wir es einfach so auf und wird dann noch vertieft. Schauen wir uns die Zahlen an. Also ich habe hier I ist 1. Ich kann sagen, plus gleich 1 oder I ist mal gleich 2 oder zweifachen. Multiplikation ist dann hoch. Alles relativ einfach, kann man in der Doku nachschauen. Zeichenketten, hier wird es ein bisschen interessanter. Gibt es verschiedene Varianten, man kann die einfachen nehmen. Das ist schön, wenn man hier die doppelten verwenden will. Man kann es aber genau auch andersrum machen. Die doppelten außen, wenn man eben innen drinnen die einfache Hochkomma verwenden möchte. Über mehrere Zeilen hinweg kann man es genauso machen. Dreifache anfangen und am Ende oder dreifach vorne und hinten. Ich meine dazu, muss man einfach mal gesehen haben, vielleicht mal verwendet haben. Die Semantik ist dann auch die gleiche. Also es ist dann an dieser Stelle dann die gleiche Verwendung. Wird dann der Zahlenumruf mit übernommen? Ja, genau. Da ist ein Newline-Zeichen drin. Richtig, genau. Okay. Genau.
Hier mal ein kleines Beispiel. Also wir haben Sonne, Mond, Sterne auf drei Variablen. Und dann kann ich mit dieser Formatierung das hier ausgeben mit dem %s. %s, Komma und so weiter. Und dahinter kommt dann dieses Prozentzeichen, SMT. Und diese Variablen werden dann hier sozusagen reingezogen. Und ich habe als Ergebnis Sonne, Mond, Sterne. Gut, ist so relativ einfach, denke ich. Und man kann auch Gleitkommazahlen formatieren. Da gibt es eine bestimmte Syntax, indem man hier zwischen dem Prozent und dem F für Float die Formatierung angibt. Also 6 Zeichen sollen es sein und mit 2 Nachkommastellen. Gut, dann gibt es hier noch ein ganz kleines Beispiel. Also ich hole mir die Zeit rein. String Format Time, also sprich, ich nehme die aktuelle Uhrzeit und tue den Tag, Monat und Jahr hier so zusammenschreiben für heute als Zeichenkette. Dann der Titel ist, das ist der Titel. Das wird zweimal verwendet dann. Und so kann ich hier so eine ganz einfache Template-Sprache. Ich habe ein bisschen HTML zum Beispiel und kann den Titel hier einfügen. Das Ganze passiert hier hinten, indem ich sage, mit diesem Prozent Locals, also die lokalen Variablen, werden hier eingefügt und habe das entsprechende Ergebnis, dass der Titel hier zweimal drin ist und heute ist der dieses Datum. Bloß mal als Beispiel, wie man mit Strings dann arbeiten kann. Neben dieser Variante mit dem %s kann man auch mit dem Punkt Format arbeiten. Hier sind es dann geschweifte Klammern. Prozent, geschweifte Klammer A, geschweifte Klammer B. Gut, relativ geradeaus. Das Schöne ist an Python, dass die Zeichenketten sich genauso verhalten wie Listen. Man kann mit den gleichen Operatoren und mit der gleichen Syntax drauf arbeiten. Also man hat hier zum Beispiel die eckige Klammer. S, eckige Klammer von 0, spricht das erste Element an, also in diesem Fall das A. Mit minus 1 spreche ich das letzte Element an das G. Und man kann hier auch auf Teilbereiche zugreifen, also vom Anfang bis zum vierten A, B, C, D, vom sozusagen ersten, also was dann das zweite ist, bis zum vierten und minus 2 bis zum Ende ist dann hinten die letzten 2. Das gleiche funktioniert dann auch für Listen, sodass man sich mit einer Syntax dann an verschiedenen Stellen arbeiten kann, macht es halt dann wieder auch sehr, sehr einfach. Gut, also wenn man einen String hat und der wird ständig erweitert und verlängert, ist es eigentlich besser, man macht erst eine Liste und tut an dieser Liste ständig was dranhängen, die verschiedenen Zeichenketten, und joint es dann zusammen und hat dann dieses Ergebnis hier. Also hier habe ich eine leere Liste, for i in range von 10, also er geht die Zahlen durch, die werden hier an die Liste mit Append drangehängt. Das str macht aus dem Integer-Wert eine Zeichenkette. Jetzt habe ich an dieser Stelle erstmal eine Liste, die aus 10 Elementen besteht. Und die kann ich hier zusammen joinen mit der leeren Zeichenkette und habe dann das als Ergebnis. Man könnte hier auch zum Beispiel sagen, anstatt der leeren Zeichenkette, Komma Leerzeichen, dann wäre das eben so, Komma getrennt, würde es dann ausgegeben werden. Gut. Newline-Zeichen, Backslash N, Backslash R, Backslash T, diese Sachen sind dem einen oder anderen sicherlich geläufig von anderen Programmiersprachen. Also wenn man einen Zeilenumbruch eingeben will, einen Carry-Edge-Return oder einen Tabulator, sind diese üblichen Dinge hier zu verwenden. Und dann noch eine Kleinigkeit. Wenn man nicht möchte, dass ein Backslash N zu Newline-Zeichen wird, muss man das R davor schreiben, das steht für Raw. Und entsprechend habe ich dann hier eine Zeichenkette, die wirklich besteht aus A, Backslash N, Backslash B, wohingegen das oben eine Zeichenkette ist, wo ein Zeilenumbruch drin ist. Gut, was kann man mit Strings sonst noch machen? Man möchte die Länge wissen. Es ist ausnahmsweise hier nicht objektorientiert, also nicht s.längen, sondern Längen von s. Da kann man nicht prüfen, ob ein Substring in einem anderen drin ist. Also if Oma in Thomas, dann mache dieses oder jene. Und das ist der Fall. Hier ist ein Oma drin. Also hier wird geprüft, ist diese Teilzeichenkette in den größeren Stringen drin, mit dem in-Operator. Was dann auch noch manchmal verwendet wird bei Zeichenketten, im Alltag, also ich habe hier eine Zeichenkette und ich möchte die einfach anhand der Leerzeichen splitten. Also dann nehme ich Zeichenkette.split und habe dann eine Liste der einzelnen Worte, die hier mit Leerzeichen getrennt sind. Ist das dann eine Rückgabe wert? Ist das sowas, wie kann man sich das vorstellen, wie ein Array oder so? Oder kann ich dann auf die einzelnen Elemente zugreifen? Genau, das ist eine Liste
Und mit der Liste kann man dann arbeiten, wie mit einer Liste auch. Das besprechen wir nachher nochmal. Kommt nochmal dazu. Gut, also Datei foo.png. Da gibt es einen sehr schönen Operator, der mir gut gefällt. Also zum einen Punkt lower, sprich ich mache den Dateinamen zu Kleinbuchstaben. Und danach kann ich prüfen, ends with .png, kann ich prüfen, ob eben diese Zeichenkette damit endet. Ja, wenn man es dann mal gesehen hat, ist es eigentlich wahrscheinlich selbstverständlich und relativ geradeaus. Der Kleinkette, weil jetzt der png groß und Kleinschreibung im Anhang auch. Ich mache Dateiname.lower, also erst mache ich den kleiner und danach mache ich ends with, sprich es klappt. Also das ist wahr hier. Würde ich das Lower nicht hier drin stehen haben, dann würde das nicht zutreffen. Er würde es also dann als unterschiedlich ansehen. Aber Envis, PNG ist ja, da ist das PNG kleinschrieben. Ja, genau. Und oben groß. Genau, ja. Und ist die Bedienung dann erfüllt? Unterscheidet jetzt zwischen Groß- und Kleinschreibung bei dem PNG am Ende auch oder nicht? Das Envis unterscheidet. Also sprich, würde ich das Lower weglassen, würde einfach da stehen Dateiname.envis, klein PNG. Dann wäre das falsch. Er würde das als unterschiedlich ansehen. Mhm. Aber dadurch, dass das Lower in diesem Beispiel mit da ist, dann wird es klein gemacht. Genau. Genau, ja. Rückgabewert ist 0 oder 1? Oder? Ist im Boolean, true oder false. Ja. Gut. Und dann kann man prüfen mit isInstance zum Beispiel, ob sich da um eine Zeichenkette handelt. Machen wir kurz weiter. Unicode. Das Schöne ist, wenn ihr jetzt anfangt mit Python, werdet ihr Python 3 nehmen und ihr erspart euch eine ganze Menge Kuddelmuddel zwischen Bytes und Strings und Unicode, weil in Python 3 ist erstmal jede Zeichenkette automatisch erstmal Unicode. Ihr braucht euch da dann nicht mehr mit den Codierungen mit Latin 1 oder UTF-8 allzu sehr rumärgern. Das war in dem Python 2 noch anders. Falls ihr Python 2 Quelltext verwendet, dann wäre es sinnvoll, hier das oben so reinzuschreiben, weil damit das entsprechend, dass sich das Python 2 dann im Groben verhält wie Python 3. Also erstmal Unicode-String können wir hier die Umlaute reinschreiben. Und man muss hier bedenken, das ist jetzt hier in der Unicode-Welt total schön high-level abstrakt. Sprich, das sind eben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Zeichen. Ja, das ist meine high-level Unicode-Welt. Ist alles schön, aber jetzt will ich ja natürlich vom PC A zu PC B oder halt eben von Person A zu Person B diese Bytes übertragen. Sprich, ich muss die irgendwie über die Leitung kriegen. Und um die über die Leitung zu kriegen, muss ich die dann doch irgendwie kodieren. Und da gibt es 100.000 Möglichkeiten. Eine davon ist UTF-8. Das ist so meistens das Übliche. Also ich habe einen Unicode-String und sage, encode mir das zu UTF-8. Und dann habe ich plötzlich die Länge von 14. Das kommt daher, weil da vorher immer noch ein Unicode-Escape-Zeichen kommt und entsprechend die Kodierung dann so ist. Wenn ich jetzt dann aus dem UTF-8 wieder meine schöne High-Level-Unicode-Welt haben möchte, verwende ich die Funktion decode und habe dann wieder eine schöne Unicode-Zeichenkette. Mein Tipp für die Sache, wenn ihr mit Unicode arbeitet, möglichst zeitnah immer den Wandel machen, also wenn ihr den Datei öffnet, gleich beim Öffnen entsprechend das so einlesen, dass er dann gleich Unicode bekommt und dann möglichst lange mit Unicode im Interpreter arbeiten und erst wenn es dann wieder raus auf die Platte oder über das Netzwerk geht, dann den Wandel zu Bytes machen. Gut, machen wir einfach mal weiter. Es kam jetzt hier schon die Sache mit den Listen. Das ist eine sehr schöne Sache, gleich on board in der Syntax mit dabei. Also Strings und Tuples sind immutable, die können nicht verändert werden, aber die Listen, die kann man eben nach Belieben ergänzen und erweitern und man muss auch nicht wie in manchen alten Programmiersprachen da irgendwie vorher eine Länge angeben. Man kann einfach loslegen mit einer leeren Zeichenkette und die dann bis zum geht nicht mehr vollfüllen, bis der RAM irgendwann sagt, ich mag nicht mehr. Der erste Eintrag der Liste wird mit 0 angesprochen. Das hatten wir ja schon. Haben wir hier mal ein kleines Beispiel. Also ich sage, das Wetter ist meine Liste hier. Ich sage, my list append schön. Sprich, das Wetter schön. Das steht jetzt hier in meiner Liste drin. Jetzt mache ich hier zwei Operationen. Und jetzt wollte ich einmal, dass ihr mal selber kurz mal mitdenkt, bitte. Also ich mache my list, eckige Klammer, 1 Leben, also ich setze hier diesen Wert, hier wird ein Wert in der Liste ersetzt und dann mache ich hier noch ein Insert. Weil selber vielleicht mal alle kurz am Kopf kratzen. Ich möchte jetzt nicht gleich vorgeben, was könnte das Ergebnis sein. Also wir haben einige vermutlich richtig rausbekommen, also das Ergebnis ist dann, das Leben ist schön. Also wir können jetzt nochmal langsam durchgehen. Also Append hat, da habe ich ja selber noch gesagt, das Wetter schön ist jetzt aktuell die Liste. Jetzt sage ich, listeckige Klammer,
auf 1. Also ich ersetze Wetter durch Leben. Also jetzt steht aktuell in dieser Zeile dort das Leben schön. Und jetzt mache ich Insert an dieser Stelle in Ist und dann kommt das Leben ist schön. Genau. Ich hoffe, ihr seht das auch so. Und weiter geht's. Das Schöne ist, man kann hier beliebig auch mit Listen von Listen arbeiten. Also ich kann in die Liste reintun, was ich möchte. In Dictionary, eine Liste oder nochmal eine Liste. Und auch in der Liste, alles kein Problem, brauche ich nicht vorher irgendwelche Größen definieren, kann man einfach ganz dynamisch zusammenschreiben hier. Eine Sache noch zu den Listen ist diese Iteration über ein Dreier- oder Vierer-Tupel oder Zweier-Tupel. Hier bloß mal als Beispiel, also ich habe ein Tupel 1 als Integer, 1 in der deutschen Sprache und im One auch in der englischen Sprache und habe diese runden Klammern hier, sprich das ist ein sogenanntes Tupel. Ich habe davon 3 Stück, erste Tupel, zweite Tupel, drittes Tupel und kann jetzt darüber ganz bequem iterieren. Also for i, Deutsch, Englisch, in, Zahlen. Und es wird automatisch diese Werte hier immer eingefügt. Die Schleife wird 3-mal durchlaufen. Ja, wenn man das mal kennengelernt hat und dann mal genutzt hat im Alltag, dann möchte man da eigentlich nicht mehr zu anderen Programmiersprachen zurück, wo sowas eben dann deutlich komplizierter ist. Dabei kann es auch ganz einfach sein. Gut, Dictionaries oder assoziative Arrays. Für die, die es schon kennen, halt eben ein bisschen Geduld bitte. Also was ist denn so ein Dictionary? Da stellen wir uns mal ganz dumm. Ne? Was ist denn das? Also man hat einen Key und ein Value. Und von dem Key wird gemappt auf den entsprechenden Value. Also ähnlich wie so eine Art Telefonbucheintrag oder so. Ich habe die entsprechende Position und dort steht dann eine Nummer. So wie so eine Art Mini-Datenbank in einem Datentyp. Wird initialisiert durch diese geschweiften Klammern und dann als Beispiel mal so wie eine Art Telefonbuch. Also ich habe den Namen Hans, das ist mein Key und das ist ein Value, den ich reintue, ist seine Telefonnummer. Dann habe ich noch den Bernd und die Susi und dann kann ich sagen, wenn das zum Beispiel Zeichenkette Hans, meidigt von Hans und dann wird hier ausgegeben der entsprechende Value, sprich es wird eingefügt, diese 030 slash und so weiter, diese Telefonnummer. Relativ einfach, wenn man es schon kennt. Für welche, die eben jetzt umsteigen oder welche, die einsteigen, besser gesagt, zur Programmierung, ist es natürlich erstmal ein bisschen Gehirnfasching, um das zu verstehen. Und da habe ich dann auch Geduld. Oder wenn wir nachher Beispiele machen, schauen wir es uns nochmal in Ruhe an. Ja? Hm? Ganz kurze Frage, das Prozent %S steht für was? Das Prozent %S ist eine Zeichenkettenformatierung. Das hier? Ja. Genau, beziehungsweise das Prozent %S hier ist wie so ein Platzhalter. Und dann über dieses Prozent wird das hier eingefügt. Also ich habe meidigt von Hans, ist erstmal einfach nur mal diese Nummer hier oben. Und diese Nummer wird dann hier oben eingefügt und dann habe ich als Ergebnis eben Hans, Doppelpunkt, diese Telefonnummer. Also um nur auf den Wert zuzugreifen, würde man das hier daneben nehmen. Bei dem letzten Teil wird nur die Telefonnummer angezeigt werden, bei meidigt eckige Kammer Hans, bei dem hinteren. Ja. Und das vordere habe ich jetzt trotzdem nicht verstanden. Das Hans, Doppelpunkt und dieses S bewirkt jetzt was? Genau, also das ist erstmal eine Zeichenkette und hier drin steht erstmal ein Prozent %S. Und durch diesen Operator ist es eine Formatierung, also Zeichenkettenformatierung. Er fügt diese Zeichenkette hier ein. Also das Prozent %S ist die Variable für das, was dahinter kommt? Genau, richtig, genau. Das wird dann, genau. Ja. Also bei einer Template-Sprache wird dann heutzutage oft diese geschweiften Klammern verwendet oder ähnliches. Gibt es in Python beides. Man kann es mit Prozent %S machen oder mit Format mit den geschweiften Klammern. Gut. Ich mache einfach mal kurz noch weiter zu diesem Beispiel hier. Also myDictItems. Also ich habe mein Dict, Punkt. Also ich führe eine Funktion auf mein Dictionary aus, dieses Items hier. Und das gibt mir alle Keys und Values zurück. Also sprich, ich habe vorne den Key und dahinter den Value. Also Key, Value, die allgemeinen Bezeichnungen für mein konkretes Dictionary, weil das eben Name, Komma, Nummer. Und so kann ich in der Schleife den Inhalt meines Dictionaries ausgeben. Das wird jetzt bei das Telefonbuch rauskommen. Das hier? Genau. Da gibt es eine Repräsentation von eigentlich fast jedem Datentyp in Python. Am besten probierst du das nachher mal aus. Verbleiben wir so? Also die hier die verschiedenen Methoden, die man mit so einem Dictionary alle so tun kann. Man hat myDict.keys. Kriege ich alle Keys. In dem Fall würde ich im oberen Beispiel alle Namen bekommen. Ich kann sagen mydict.values,
bekomme ich eben alle Values. In dem Fall würde ich alle Telefonnummern dann bekommen. Items haben wir schon gesehen. Ich kriege immer so ein Zweier-Tupel zurück. Key, Value. Und in der oberen Beispiel haben wir dann drüber iteriert. Gut. Wir können prüfen, ob ein Key in dem Dictionary drin ist. Also if Key in my Dic, dann true oder false. Sehr beliebt ist auch dieses Punkt get. Sprich, ich versuche einen Wert aus dem Dictionary rauszuholen. Wenn der aber nicht drinnen ist, dann kriege ich einen non zurück. Was man noch beachten sollte, Dictionaries sind nicht sortiert. Also ich gebe die vielleicht in einer bestimmten Reihenfolge alle rein, die Key und Values, und später mache ich eine Schleife drüber, dann ist es aber trotzdem unsortiert. Das kann nach einer beliebigen Reihenfolge sein. Das kann sogar auf dem einen PC oder Server die eine Reihenfolge sein und auf einem anderen wieder eine andere Reihenfolge. Wenn man dort auf eine Reihenfolge besteht, dann muss man das entsprechend dann sortieren bei der Ausgabe. Ist jetzt schwierig, hier jetzt alles abschließend zu klären zu Dictionaries. Ich denke, wir machen einfach mal weiter und können uns dann nachher im Dialog dann auch nochmal mit Fragen beschäftigen. Also wir haben hier bestimmte Schlüsselwörter. True ist ein Boolean-Wert für wahr. False ist der boolische Wert für falsch. Und man hat einen None, das ist ein leerer Wert, vergleichbar mit 0 in einer SQL-Datenbank, Nil oder Null-Pointer. Dann hier mal, was das hat eigentlich mit Python überhaupt nichts zu tun, aber es sind eben auch Programmieranfänger hier. Und darum wollte ich das erstmal mal mit auch erwähnen. Hatte ich jetzt dieses Jahr dann hinzugenommen, weil man das für die Verständnis dann eigentlich doch braucht, wenn man dann eben anfängt mit Programmieren. Also man hat hier Variable 1, Variable 2 und das Ergebnis, also sozusagen ist Input und das hier drüben ist dann der Output. Also wenn ich sage true and true, ist das Ergebnis true. Wenn ich sage true and false, ist das Ergebnis false. Wenn ich sage false and false, ist das Ergebnis false. Und wenn ich sage false and true, ist das Ergebnis auch false. Das ist etwas, das hat mit Python überhaupt nichts zu tun. Das wird Ihnen in jeder Programmiersprache irgendwie begegnen. Das sind halt diese boolschen Operationen, die man einfach mal dann verstehen muss. Und im Endeffekt, ja, darauf baut dann eine ganze Menge auf. Das ganze erste Tabelle ist diese boolsche Operation AND. Und dann gibt es das Ganze auch als boolsche Operation OR, also oder. Also true or true ist true, true or false ist auch true, false or false ist false und false or true ist true. Also ja, man könnte jetzt das noch mit Beispielen anfangen. Also machen wir von dem true and true. Also damit ich mich freue, müssen zwei Sachen sein. Irgendwie es muss die Sonne scheinen und ich muss Zeit haben, dann freue ich mich. Wenn die Sonne scheint und ich muss irgendwie aber andere Dinge machen, dann freue ich mich nicht. Also es muss dann wirklich dann sozusagen wie beides zutreffen. Mal als Beispiel für eine AND-Operation und für eine OR-Sache, ob ich jetzt 10 Euro auf der Straße finde oder ob ich 10 Euro von meinem Konto abhebe, ist egal, ich krieg's von dort oder dort und habe dann 10 Euro sozusagen in der Hand. Und drum ist es dann, ja. Gut, bin jetzt so unsicher, es gibt welche, die kennen bestimmt diese boolschen Operationen, die langweilig jetzt und die anderen schlackeln mit den Ohren und verstehen es erstmal gar nicht. Muss ich jetzt eben versuchen, beide unter einen Hut zu bekommen. Ich habe es kurz angesprochen. Könnt ihr euch ja dann nochmal in Ruhe anschauen, wenn ihr nicht folgen könnt. Flusssteuerung. Jetzt schauen wir uns mal so ein Python-Programm an, wie es eigentlich aussieht. Unter Unix ist oben oft diese erste Zeile, dieses User bin Python, sprich es wird der Python-Interpreter des Unix-Systems dort eben genommen. Man hat als Encoding UTF-8. Dann gibt es Import Sys, dass man importiert diese Bibliothek, die nennt sich Sys. Und die werden wir dann auch gleich nutzen. Erst sage ich mit Print bitte Zahl eingeben. Und ich habe Input, also eine Variable, wird hier erstellt, indem ich sage sys.standardin.readline, also ich lese von der Standardeingabe eine Zeile. Der wartet so lange, bis ich da was eingetippt habe und Enter gedrückt habe. Dann ist da hinten noch das Newline-Zeichen dran, das möchte ich vielleicht gar nicht haben. Darum sage ich Input ist gleich input.strip, sprich ich entferne führende oder Whitespace am Anfang und am Ende von dieser Zeichenkette und schreibt es wieder auf das Input drauf. Und am Schluss sage ich, Integer von diesem Input ist mein i. Variablen sind überhaupt nicht vordefiniert. Genau, richtig. Ja. Das mache ich dann bei i gleich int. Genau, das ist alles dynamisch. Also ich muss nicht vorher sagen, hier, ich habe eine Variable und die Variable diese oder jeden Typ. Und ich verwende die einfach, die Variable.
Also ja, es ist wie es ist, so wie es dort steht. Also man muss nicht vorher sagen, I ist jetzt vom Typ I, ich kann das auch verändern. Hatten wir auch schon Beispiele, wo das eben dann verändert wird. Also es ist einfach nicht notwendig und darum wird es nicht gemacht. Das ist natürlich, wenn man jetzt von Java oder C++ kommt, erstmal sehr irritierend, weil ja da vorher immer gleich geklärt wird zur Compile-Zeit. Das ist eine Variable vom Typ Integer, das ist eine Variable vom Typ String oder ähnliches. Ist hier alles, wie man es möchte. Was passiert dann bei Input? Achso, ich habe ja erst eine Zeichenkette, in der eben 1, 2, 3 zum Beispiel drin steht, aber es ist halt eine Zeichenkette. Und dann erfolgt die Wandlung von der Zeichenkette zu dem Integer, den Wert, mit dem ich rechnen kann. Also ich kann ja bei einer Zeichenkette, wo drin steht 1, 2, 3, nicht sagen, addiere mir mal der 5 dazu, weil eine Zeichenkette plus 5 haut nicht hin. Aber nachdem ich aus der Zeichenkette einen Integer gemacht habe, dann kann ich natürlich dann damit rechnen. Ne? Einfach dann float, auch float, Klammer auf, Input, Klammer zu. Ich könnte jetzt nicht schreiben, beispielsweise Input gleich Strip, Klammer auf, Input, Klammer zu. Bei den anderen Programmiersprachen wird das so gemacht und unten drunter ist es ja auch so. Also hier wird Input sozusagen überschrieben und hier wird eine zweite Variable erstellt. Ich weiß, was gemacht wird. Ja, genau. Auch von der Schreibweise geht es nur so. Genau, ja, es ist so. Ja, genau. Aber ich finde es erstaunlich, ihr habt sehr viel Spaß an der Sache. Gefällt mir gut. Ich würde es aber trotzdem kurz ein bisschen einbremsen. Also jetzt für Programmiereinsteiger hier eben die Sache. Fallunterscheidungen. Fallunterscheidungen sind das A und O in der Programmierung. Darum geht es hier ganz oft. If i kleiner 0, dann mache das. Else if, also falls das obere nicht zutrifft. Nächste Fallunterscheidung. I ist gleich 0, dann gebe das aus. Und else, falls alles obere nicht zugetroffen hat, dann mache jenes. If, elif, else. Das ist die Syntax, um Fallunterscheidungen zu machen. Eigentlich relativ geradeaus. Wie gesagt, keine geschweiften Klammern, wie wir in vielen anderen Programmiersprachen. Darum macht das Hingucken auch mehr Freude, weil eben weniger Kladderadatsch da rumsteht. Man sieht gleich, um was es geht. Diese Einrückung erfolgt mit vier Leerzeichen oder einem Tab. Hier nochmal ein Beispiel. Ich gehe mit x über diese Schleife hier durch, vor x in 1, 2, 3, 4 und gebe die hier aus. Die nächsten wichtigen Schlüsselwörter, die wir jetzt kennenlernen, sind Continue und Break. Also ich habe hier eine Schleife vor x in Range von 6. Das gibt mir die Zahlen von 0 bis 5 wieder. Mache hier die Schleife hier drüber. If x ist gleich 1, dann kann ich zum Beispiel sagen Continue, also spring weiter. Mach nicht den Rest hier unten. Jetzt ist in den meisten Fällen x eben ungleich 1. Dann geht er hier unten weiter, stellt fest, aha, ich bin bei der 4 und könnte hier dann zum Beispiel sagen, okay, habe meine Abbruchbedingungen jetzt schon erreicht. Mit Break wird dann die Schleife verlassen. Also Continue und Break sind die Schlüsselwörter hier, ja? Hm? Frage, diese Leerzeichen, sind die wirklich zwingend oder ist das nur eine Formatierungshilfe? Na, wie willst du es sonst machen? Ja, die Leerzeichen für die Blockstruktur kann ich auch einen Tab setzen. Genau, du kannst einen Tab setzen, genau, ja, das geht. Ist aber unüblich. Und die meisten Editoren sind so, dass du, wenn du einen Tab drückst, automatisch vier Leerzeichen eingerückt werden. Prinzipiell kannst du auch mit Tabs arbeiten. Also die Frage, was willst du sonst machen? Also man kann halt nicht mit geschweiften Klammern arbeiten oder irgendwas. Halt untereinander schreiben, ohne den Ja, da weiß man ja nicht, wann ist man ja fertig hier. Also man will ja hier zum Beispiel durch die Schleife durchgehen und dann unten auf dieser dann das nächste machen. Irgendwie muss man es ja dem Interpreter mitteilen, wo die Blockstruktur zu Ende ist. Das meinte ich. Ja, genau. Und darum Blockstruktur durch Einrückung mit Tabs oder Spaces, in der Regel vier Space-Zeichen. Angeblich, ich habe bis jetzt noch keinen Google-internen Quelltext gesehen, machen es so, wer Google-interner Quelltext verwendet, zwei Leerzeichen, sodass die Programmierer gleich sehen, ist das Google-interner Quelltext oder nicht. Scheint sehr beliebt zu sein dort bei dem Unternehmen. Eine While-Schleife gibt es auch, obwohl ich das irgendwie in der Praxis sehr selten verwende. Also while my list, sprich solange diese Bedingung hier wahr ist, mache etwas. Und dann gibt es zum Beispiel den Operator pop, um ein Element aus der Liste herauszutun. Und dann gehe ich so lange durch die Liste durch, bis die eben leer ist und kann die zum Beispiel hier ausgeben. Und es wird eben die Zahlen 1, 2, 3, 4 werden dann ausgegeben. Ich weiß nicht warum, aus irgendeinem Grund, die While-Schleife verwende ich eigentlich fast nie.
Gut, bis jetzt haben wir einfach so geradeaus programmiert. Und das eigentliche Sinnvolle beim Programmieren ist es ja, Redundanz zu vermeiden, auch sprich doppelten Quelltext zu vermeiden. Und dafür hat sich ja das heraus etabliert, dass man Methoden schreibt. Sprich, man schreibt eine schöne Methode und die kann man dann selber an verschiedenen Stellen verwenden oder auch andere Leute können die dann verwenden. Das ist das A und O von der Programmiersprache. Und darum habe ich hier so eine Methode oder Funktion. Also für mich sind die beiden Worte äquivalent. Ich habe hier eine Funktion plus a, b und mache dann einfach ganz spannend a plus b und gebe das mit dem Schlüsselwort return hier zurück. Also nochmal ganz langsam, def heißt so viel wie Definition meiner Funktion, dann kommt der Funktionsname und hier kommen die Argumente. Und wer jetzt von einer anderen Programmiersprache kommt, der wird sich sagen, hey, was ist denn das? Ich habe ja jetzt gar keine Ahnung, ist ein a ein Integer, ist a eine Zeichenkette? Oder ist A vielleicht ein eigener Datentyp, eine Klasse oder sonst noch was? Keine Ahnung. So ist das erstmal im normalen Python geradeaus. Kann man hier einfach die angeben. Ich verwende jetzt hier A und B in diesem einfachen Beispiel. Aber wenn man eine komplexe Funktion schreibt, dann gibt man dem auch einen entsprechenden Namen. Und in der Regel reicht es über den Namen, weiß man dann eigentlich schon gleich, was das für ein Datentyp ist. Also ich programmiere viel im Django mit dem Web-Framework und wenn ich dann eine Variable, die heißt Request, dann brauche ich nicht noch irgendwie eine zusätzliche Information. Ich weiß, das ist ein Request. Und darum spart man sich eine ganze Menge auch zu lesen, weil Quelltext wird ja viel mehr gelesen als geschrieben. Und wenn ich jetzt hier dann noch ganz kompliziert erstmal hinschreibe, aha, das ist ein HTTP-Request, was hier Request heißt, dann muss ich jeden Tag mehr lesen, als ich eigentlich will. Sprich, macht meine Arbeit im Endeffekt auch anstrengender. Also darum finde ich es sehr sinnvoll, wenn man einfach das wirklich schlank hält und darauf verzichtet. Man nimmt dann natürlich in der Praxis sinnvolle Variablennamen und über den sinnvollen Variablennamen erschließt sich dann auch, was das für ein Inhalt ist. Wenn man möchte, kann man dann mit Type Annotations das auch dann noch mit angeben, aber das ist alles ganz optional. Gut, das war ich eigentlich ein bisschen abgeschwiffen. Eigentlich sind wir bei Funktionen, sind mit dem Schlüsselwort eben def einzuleiten und mit return wird dann der Wert zurückgegeben. Und so kann man das dann ausprobieren. Plus 5,7. Wie ist denn das mit den Call by Reference und Call by Value? Das Ganze nennt sich Call by Assignment. Musste ich aber auch erstmal nachschlagen. Und das erschließt sich eigentlich am besten in einem kleinen Beispiel. Also ich habe eine Methode, die nennt sich FülleListe und die bekommt eben eine Liste als Argument. Jetzt kann ich diese Liste verändern. Ich kann hier sagen Liste Append 1, Append 2, Append 3. Und unten sehen wir mal den Aufruf unserer Methode. Also ich habe erstmal meine Liste, definiere ich hier mit den eckigen Klammern als leere Liste, rufe meine Methode auf, die ich hier oben definiert habe und übergebe das als Input-Parameter. Schwuppdiwupps, hier drinnen wird 1, 2, 3 hinzugefügt. Ich kann hier unten ausgeben, Printliste und habe sozusagen dieses Argument dann auch verändert. Das erstmal zu dem, dass das prinzipiell möglich ist. Ansonsten ist es eigentlich schon nicht schlecht, wenn man eher mit Return-Parametern arbeitet. Sprich, man gibt der Funktion Werte rein und die werden aber in der Regel nicht groß verändert, die Input-Parameter. Sondern mit Return wird das wiedergegeben, was die Methode dann berechnet hat. Gut, was Python ja doch sehr unterscheidet von den anderen Programmiersprachen, dass es diese Default-Argumente gibt. Also ich habe eine Funktion, die heißt print etwas und meine Variable etwas ist hier eine spezielle Syntax, da werdet ihr euch bestimmt fragen, Herr, was ist denn das? Etwas ist gleich Gurkensalat, print etwas. Und jetzt habe ich nämlich zwei Möglichkeiten. Ich kann print etwas aufrufen und gar kein Argument angeben. Wenn das nämlich hier weggelassen wird, dann wird Gurkensalat verwendet. Also ich sage, ja, Gurkensalat, also was gibt es heute Abend, Gurkensalat oder print etwas. Kann ich dann, wenn ich es explizit angebe, dann wird schon auch dann das explizit Angegebene verwendet. Also ein Default-Argument. Macht sich sehr praktisch, wenn eine Funktion dann wächst. Also zum Beispiel, du hast eine Funktion geschrieben, die wird schon an 20, 30 anderen Stellen verwendet. Und dann stellst du fest, ah, in einem bestimmten Fall brauche ich jetzt noch ein zusätzliches Argument. Wenn das jetzt in anderen Programmiersprachen ist, müsstest du eben und diese Funktionsparameterliste ergänzt, müsstest du die anderen 20 Stellen, wo du deine Funktion schon verwendest, bisher anpassen. In Python ist das nicht zwingend notwendig. Wenn du feststellst, also in 99% der Fälle
kann ich damit leben, dass so ein Flag eben true ist. Dann sage ich hier oben, my Flag ist gleich true. Sprich, die 20, 30 Stellen, die ich in den letzten Wochen programmiert habe, für die ist dann der Parameter true. Für meinen speziellen Sonderfall, den ich gerade heute entwickle, da kann ich dann explizit den Parameter mit angeben, als Beispiel dann eben false. Also diese Default-Argumente machen sich dann sehr gut, eben um dann bestehenden Quelltext anzupassen, ohne an den 100 anderen Stellen dann noch gleich eine sinnlose Syntaxänderung dann mit einführen zu müssen. Gut, dann haben wir Keyword-Arguments. Da spreche ich den Parameter mit Namen an. Das gibt es auch in kaum einer anderen Programmiersprache, die mir geläufig ist. Also zum Beispiel berechne Widerstand, Volt, Ampere. Und hier könnte ich es mir vielleicht noch merken bei dieser kleinen Funktion. Aber wenn ich Funktionen habe, die 3, 4, 5 Parameter brauchen, ist mir eigentlich dann die Reihenfolge von denen egal. Also ich will einfach konkrete Werte übergeben. Und ob der eine Parameter als erster kommt oder als zweiter, spielt für mich eigentlich keine große Rolle. Man kann das nämlich ganz explizit dann einfach auch so reinschreiben in Python. Berechne Widerstand von Volt gleich 12 Ampere ist gleich 4. Aber ich kann das prinzipiell eben auch genau andersrum schreiben. Und das macht den Quelltext dann im Endeffekt auch sehr lesbar. Weil wenn ich jetzt hier zum Beispiel reinschreibe, berechne Widerstand und schreibe bloß hin 12,4. Ja, weiß man nicht gleich, was los ist. Hier sieht man aber, aha, ich übergebe den Parameter sozusagen explizit. Ist eine Sache, die mir an Python ja sehr gut gefällt. Und ist so aus meiner Sicht, eigentlich kenne ich es bei anderen Programmiersprachen jetzt nicht so sehr. Gut, wie sieht denn jetzt also ein Python-Programm aus? Ich habe das in der Datei gespeichert, MyScript, und kann das dann unter Unix oder unter DOS-Shell hier einfach so aufrufen. Wenn dieses User bin Python oben drin steht, dann kann man, und es ausführbar ist, changemod a plus rx für MyScript, dann kann man es auch direkt ausführen. Unter Windows kann man da mit Doppelklick dann drauf gehen und dann öffnet sich diese MS-DOS-Eingabeaufforderung. Ansonsten empfehle ich eigentlich inzwischen PyCharm. Da drin kann man sehr schön arbeiten und es darüber auch aufrufen, sodass ich die Aufrufe dann eigentlich jetzt für euch jetzt empfehle, erstmal im PyCharm dann zu machen oder in eurer Entwicklungsumgebung. Wie sieht denn vielleicht so ein typisches kleines Beispiel aus? Oben der Interpreter, gegebenenfalls eben dieser 3 dann dran, Python 3. Und die Importanweisungen, ich importiere OS und Sys. Habe ich vielleicht einen Usage von meinem kleinen Skript, was ich hier habe. Dann habe ich eine Main-Funktion. Und die Main-Funktion wird aufgerufen, wenn dieser Konstrukt hier wahr ist. Ja, ich mache einfach mal weiter, weil sonst kommen wir hier nicht vorwärts. Arbeiten mit Dateien. Also man möchte Textdateien, die auf der Platte liegen, zum Beispiel öffnen. Wenn man mit dem I.O. Open arbeitet, hat es den Vorteil, dass es unter Python 2 und Python 3 äquivalent funktioniert. Man hat Open Beispiel.txt, sfd, und dann kann ich den Inhalt aus dieser Datei lesen mit fd read, Klammer auf, Klammer zu, und habe dann den Inhalt in meiner Variable drinnen und kann den dann zum Beispiel mit print wieder ausgeben. Das Wiss ist hier beim Lesenden nicht zwingend notwendig, aber es ist für das Schreiben auf jeden Fall sinnvoll, weil dann wird sichergestellt, dass der File-Deskriptor dann auch immer wieder geschlossen wird. Prinzipiell kann man auch dann aber auch zeilenweise durch die Datei durchgehen, bis open, sfd, und dann kann ich hier zeilenweise durch meine Textdatei durchgehen. So, Objektorientierung macht großen Spaß, ist eigentlich gar nicht so kompliziert. Manchmal ist man da ein bisschen erschlagen von dem Begriff und blickt nicht ganz durch, aber das ist im Endeffekt einfacher, als man eigentlich denkt. Also Klassen sind Datenstrukturen, die aus Methoden und Attributen bestehen. Die Methoden sind Funktionen einer Klasse und Attribute sind die Daten einer Klasse. Ich habe hier mal ein kleines Beispiel, aber darauf will ich jetzt vielleicht gar nicht eingehen, weil dann die eine Hälfte dann vielleicht nicht folgen kann von den Teilnehmern. Das wäre mir auch nicht lieb. Will ich lieber auf ein anderes Thema eingehen, auf Exceptions. Das ist bedeutender, weil die eigentlich auch bei einfachen Skripten immer wieder auftreten. Und zwar Exceptions kann man behandeln, indem man sagt try, und dann kommt der Block, in dem man hier die Operation tut, und mit except fängt man die Exception auf. Man gibt hier den Exception-Typ an, den man auffangen will, speichert diese konkrete Exception dann in der Variable exc zum Beispiel und kann dann hier auf diese Exception reagieren. Falls keine Exception aufgetreten ist, wird dann dieser else-Block ausgeführt. Das jetzt erstmal zum Kennenlernen. Macht euch keine Sorgen, wenn ihr da jetzt nicht folgen könnt.
Module gibt es, wie gesagt, sehr viele. Hatten wir schon vorhin gesehen, Sys zum Beispiel, argv, das ist der Skriptname. Dann gibt es zum Beispiel eine ganz tolle JSON-Bibliothek, die ist auch schon gleich dabei. Und mit json.dumps kann ich hier eine Datenstruktur, die ich irgendwie da habe, direkt als JSON ausgeben, die übers Netzwerk schieben oder auf die Platte schreiben und woanders dann wieder als JSON einlesen. Da ist JSON schon sehr bequem und einfach. Paketauswahl. Hier mal eine kurze Übersicht über die Standardbibliothek von ein paar Modulen, wo ich denke, die sollte man mal kennengelernt haben. Also es gibt das Modul RE, das sind reguläre Ausdrücke. Und mit regulären Ausdrücken kann man sehr bequem hier Zeichenketten parsen. Man muss bedenken, dass in der Vergangenheit sehr, sehr viel mit regulären Ausdrücken gearbeitet wurde, aber sich ein bisschen auch man sich ja inzwischen im 21. Jahrhundert befindet. Also jedes Mal, wenn man mit regulären Ausdrücken arbeitet, muss man sich bedenken, was mache ich denn hier eigentlich? Also ich parse hier irgendwelche Textdateien und irgendwie ist die Zeit ein bisschen zu knapp und zu schade, um das immer wieder neu zu parsen. Und man sollte vielleicht mal mit seiner Quelle, von dieser Datenquelle, wo diese Bytes herkommen, sich überlegen, hier kann mir der nicht vielleicht ein schönes High-Level-Format wie JSON oder irgendwas anderes liefern. Also jedes Mal, wenn man mit regulären Ausdrücken arbeitet, vielleicht erst nochmal überlegen, kriege ich die nicht irgendwie schon vorformatiert irgendwie? Weil mit dem regulären Ausdrücken, ja, ist eben alles Mögliche machbar, aber irgendwie ist es ein Operieren auf Brei. Gut. Sicherlich lässt sich es nicht vermeiden. Bei Python sind diese Perl-kompatiblen regulären Ausdrücke dabei und die sind sehr umfangreich und auch mächtig. Und gleich mit Onboard muss man nicht zusätzlich installieren. Sys hatten wir schon mal kurz gesehen. Es gibt Exit, um zum Beispiel das Programm sofort zu beenden. Sys Standard In, Standard Out, Standard Error, diese Streams, die ein Programm hat. Sys argv, die Liste der Argumente. Mit OS kann man hier Change Directories machen, zum Beispiel Get Current Working Directory, nice. Man kann einen anderen Prozess killen. Mit ChangeMod kann man die Dateirechte von einer Datei ändern. Man kann auf die Umgebungsvariablen zugreifen. Oder mit OSWalk kann man ähnlich wie mit dem Find-Befehl unter Linux eine Verzeichnisstruktur durchgehen. I.O. zum Öffnen von Dateien für das, was kompatibel ist mit Python 2 und Python 3. Ich werde, glaube ich, wenn ich den Vortrag nächstes Jahr halte, das mit I.O. hier wegnehmen, weil wir dann nur noch bei Python 3 sind. Im Endeffekt kann man das I.O., wenn man nur Python 3 hat, auch wegnehmen und dann verhält es sich äquivalent. Was mir sehr gut gefällt, ist die Date-Time-Bibliothek. Insbesondere habe ich so großen Spaß dran, weil ich eben auch in der Zeit gelebt habe, als es die noch nicht gab. Also ich habe als Werkstudent in Dresden mit Visual Basic gearbeitet und musste dann mit Datumsangaben hin und her jonglieren und es war einfach ein Kreuz, weil es da für Visual Basic keine Bibliothek gab. Dann Jahre später mit Python das gleiche Problem gehabt, wieder mit Datumswerten zu arbeiten und es gab da auch keine richtige Bibliothek und es war ein mächtiger Krampf, immer mit diesen Sekunden seit 1970 bloß zu arbeiten, weil es dann irgendwie vorne und hinten nicht hinhaut mit Sommerzeit und Winterzeit. Und da ist es wirklich ein riesengroßer Segen, dass es diese Datetime-Bibliothek gibt, wo man sehr schön mitarbeiten kann, wo man eben Datumsangaben rechnen kann. Man kann Poplib, IMAPlib, SMTPlib, um zum Beispiel im E-Mail-Bereich zu arbeiten. Man kann E-Mails auch parsen mit dem E-Mail-Modul. Man kann mit Subprozessen Unterprozesse aufrufen. Hier muss man natürlich ein bisschen aufpassen. Also wenn du zum Beispiel eine kleine Web-Applikation hast, du bekommst irgendwelche Input-Parameter und rufst daraufhin einen Subprozess auf. Kurzer Security-Hinweis, also wenn ich habe zum Beispiel eine Webseite und da darf der Nutzer einen Hostnamen eingeben und dann rufe ich das Kommando ping auf. Jetzt mal bloß als Worst Case, also ich habe das CGI-Modul, ich parse die CGI-Variablen, ich hole von dem Formular, was ich dort habe, den Hostname und füge den einfach hier nur so ein und ping mir den an mit shell gleich true, tralala. Gut, dann haben wir natürlich einen gewieften Nutzer als Hostnamen, gibt er ein myhost und dann ein einfaches Hochkomma, Semikolon, rm-rf von slash, also schrotte mir die gesamte Platte, lösche alle Dateien. Ja, das geht natürlich geradeaus durch und da hat man natürlich sich ein tolles CGI-Skript geschrieben, was kräftig gegen den Baum läuft. Und drum gibt es dieses Subprozessmodul, hat nämlich per Default nicht shell gleich true. Man müsste es explizit angeben. Und das ist der große Segen von dem Subprozess. Vorher war das anders, da wurde eigentlich früher immer noch eine Shell dazwischen geschaltet, braucht man nicht. Also es wird direkt vom Python der Ping-Befehl aufgerufen. Und wenn man das hier so macht und er eben diesen komischen Hostnamen angibt, na, dann bekommt
der Ping-Befehl auch diesen komischen Hostnamen und wird feststellen, den kann ich nicht auflösen und alles fertig. Keinerlei Sicherheitsbedenken. Gut, das Logging-Modul existiert. Ein übliches Pattern ist diese Verwendung. Man sagt, Logger ist Logging, GetLogger von unterstrich, unterstrich, Name, unterstrich, unterstrich. Name ist der Name der aktuellen Datei und dann hat man einen Logger, der für diese Datei gilt. Hat den Vorteil, dass man dann an anderer Stelle sagen kann, ich will das Logging für diese Datei sehen und ich will das Logging für eine andere Datei nicht sehen. Gut. Dann gibt es zum Beispiel noch argparse, um Argumente zu parsen. Wenn man also ein kleines Kommandozeilenskript schreiben will, wäre es sinnvoll, mit argparse zu arbeiten und das nicht selber zu tun. Gut, das war jetzt alles, was ich jetzt erwähnenswert finde aus der Standardbibliothek. Es gibt noch ganz, ganz viele andere Module aus der Standardbibliothek, die gleich on board mit dabei sind und auch sinnvoll sind. Eine kleine Auswahl von mir. Jetzt wollte ich mal kurz externe Bibliotheken ansprechen, an denen ich Spaß habe. Das ist das Django Web Framework. Es gibt eine DB-API, beziehungsweise ich verwende diesen PsychoPG2, diesen Postgres-Adapter. Das ist die Datenbank, in der wir alle unsere Daten speichern und es ist unglaublich, wie schön Postgres funktioniert. Skaliert, passt eine Menge rein, ist schnell und gibt für mich eigentlich keinen Grund, was anderes zu nehmen. Dann gibt es zum Beispiel so ein Modul PyTest, das im Bereich Unit-Testing noch ganz sinnvoll. Es gibt ein externes Modul, das sich Mock nennt. Das ist im Rahmen von Tests sehr sinnvoll. Man kann mit Mocking gewisse Methoden in einem Modul sozusagen austauschen. Das ist zum Beispiel in meinem Kontext, haben wir Python-Skripte, die dann hin und wieder SAP-Systeme kontaktieren. Aber ich möchte während in den Unit-Tests nicht auf ein SAP-System angewiesen sein. Also, und darum möchte ich das wegmocken, das SAP-System, dass meine Unit-Tests geradeaus durchlaufen, ohne dass da irgendwie ein SAP-System kontaktiert wird. Und dann mocke ich diese Verbindung zum SAP-System weg und sage, ja, wenn ich dort eben die Bytes hinschicke, dann tue ich so, als hätte das SAP-System das und das geantwortet oder dass es dann ausgetauscht wird. Dadurch können meine CI-Systeme geradeaus durchlaufen und ich bin nicht auf irgendwelche Fremdsysteme angewiesen. Dann Requests, das ist eine sehr schöne Bibliothek, um HTTP-Aufrufe zu machen. Also ich würde jedem empfehlen, diese Bibliothek zu verwenden. Es gibt 100.000 andere Bibliotheken aus irgendeinem Grund. Es gibt irgendwie eine HTTP-Lib, es gibt URL-Lib 1 und URL-Lib 2, keine Ahnung. Nehmt einfach Requests und es funktioniert. Jetzt mal ein bisschen eigene Werbung. Ich habe so einen kleinen Wrapper geschrieben für den Subprozessaufruf, damit man die Werte, die so ein Subprozess im Aufruf liefert, einfach nur zusammen auf einem Datentyp hat. Das hatte ich vermisst in einem bisherigen Subprozess. Ganz kleines Modul nennt sich SubX. Dann habe ich ein Skript geschrieben hier, um die Werte einer Python-Umgebung auszugeben, einfach in Dateien. Folgender Anwendungsfall. Ich habe ein Programm geschrieben und es funktioniert in meiner Umgebung super gut. Dann funktioniert es aber in einer anderen Umgebung nicht. Ich verstehe das nicht. Was ist da anders? Es ist aus meiner Sicht klar, dieselbe Skript. Es wird exakt das gleiche ausgeführt. Aus meiner Sicht sind auch die gleichen Input-Daten, aber irgendwas verhält sich anders. Irgendwie ist es komisch. Es haut nicht hin. Und da mit diesem Dump Environment kann ich die Daten des Environment ausgeben auf dem einen Server und auf dem anderen Server und das dann einfach mit dem Diff-Tool vergleichen und dann sehe ich, dass dann irgendwelche Umgebungsvariablen anders sind oder irgendwelche Systemeinstellungen anders sind. Und dadurch kann man eben diese Fehler, die in der Umgebung da drin sind, ganz gut erkennen. TBZ-Uploader, das ist ein generischer HTTP-Uploader. Das fiel uns jetzt mal auf im Firmenkontext. Es gibt 100.000 FTP-Uploader-Tools, aber es gibt kein generisches HTTP-Upload-Tool. Also um eine Datei per HTTP irgendwie hochzuladen, das hat sich da eben bis jetzt kein Weg etabliert irgendwie. Das ist ein ganz einfaches Tool. Anwendungsfall ist unser konkreter, ich will, dass ein Dateipärchen atomar übergeben wird. Also entweder es wird das Dateipärchen komplett übergeben oder es schlägt fehl und dann wird eben keines Dateipärchen übergeben. Kann im Endeffekt für diverse andere Zwecke auch verwendet werden. Hat eine ganz einfache API, wenn der HTTP-Server mit 201 antwortet, heißt es war okay und kommt irgendein anderer Return-Wert, heißt es hochladen ist fehlgeschlagen. Und dann habe ich so einen kleinen Helfer-Tool noch zum rekursiven Suchen und Ersetzen und das kann auch noch mit Mengen Operationen arbeiten. Dann habe ich in letzter Zeit ein bisschen auch noch mal was aufgeschrieben, Programming Guidelines, das ist ein bisschen so High-Level-Sicht und die Erfahrungen, die man in den letzten Jahren so gesammelt hat,
würde ich mich freuen, wenn ich da ein bisschen Feedback bekomme. Würde mich wirklich freuen, wenn da jemand sich das mal anschaut und sich dann auch wirklich meldet von wegen, ha, das ist komisch oder das ist schön, finde ich auch so. Gut, dann haben wir hier Beispiele. Externe Links, okay, wir haben auch Google trotzdem noch mal kurz erwähnt. Also das ist die offizielle Seite von Python, von Org. Hat eine sehr schöne gepflegte Doku. Gibt eine Wikipedia-Seite. Es gibt so eine deutsche Version, A Byte of Python. Das ist ein ganz gutes Einführungsmaterial. Es gibt Stack Overflow. Es gibt einen deutschen Python-Softwareverband. Beispiele findet man im Python Cookbook. Da habe ich eigentlich im Endeffekt am meisten Python gelernt. Habe mir mal dieses Buch vor vielen Jahren gekauft und dann hier dieses Buch durchgelesen, weil da viele schöne Beispiele drin sind. Ich habe mal einen Vergleich mit anderen Programmiersprachen gemacht. Und ich fliege durch, versuche mich zu beeilen. Manchmal sieht man from my app, models import my model. Was passiert denn da eigentlich im Hintergrund? Das ist so eine typische Anfängerfrage und die wollen wir mal kurz beleuchten. Also my app ist in der Regel dann ein Verzeichnis, in der so eine unterstrich unterstrich init Datei steht. Das ist also das hier oben. Und dann steht hier models. Models ist in der Regel dann eine Datei, models.py. Und MyModel ist dann die Klasse aus dieser Datei. Da steht dann ein Class MyModel. Nur so zum Verständnis, wie sich das auflösen lässt. Das eine ist das Verzeichnis, das nächste dann meistens die Datei und da drin dann der entsprechende Konstrukt, was man importiert. Wie programmiert man Webanwendungen in Python? Kann man mit zig verschiedenen Methoden machen. Ich habe Spaß an Django. Wie kann man zum Beispiel Bilddateien bearbeiten? Das kann man mit dem Modul Pillow sehr gut machen. Oder prinzipiell kann man auch Subprozess aufrufen, obwohl ich inzwischen von Subprozess gehen wir immer mehr weg und man versucht direkt die verfügbaren Bibliotheken zu verwenden. Es gibt eigentlich fast für alles Bibliotheken und kann Subprozess sich fast überall inzwischen sparen. Was sind diese PyYC-Dateien, die dann erstellt werden? Das werdet ihr vielleicht sehen. Huch, was ist denn das für eine Datei? Die wird automatisch erstellt, das ist so, der Interpreter findet ein Modul, zum Beispiel foo.py und tut das zu einem Bytecode, kompilieren und speichert dann diesen Bytecode in der Datei foo.pyyc ab und führt dann im Endeffekt eigentlich diesen Bytecode aus. Beim zweiten Aufruf stehen dann zwei Dateien da, foo.py und foo.pyyc. Der Interpreter vergleicht, welche Datei ist neuer. Also wenn du inzwischen als Programmierer die foo.py-Datei aktualisiert hast, ist vom Zeitstempel her die PyYC-Datei älter. Stellt er fest, aha, PyYC-Datei ist veraltet, schmeiße ich die weg, erstelle die neu, mache Bytecode und führe den Bytecode aus. In den meisten Fällen wurde die Datei natürlich nicht geändert. Er prüft wieder die zwei Zeitstempel, stellt fest, aha, PyYC-Datei ist die neuere Datei, also spart er sich das Parsen des Python-Quelltext und führt gleich den Bytecode aus. Das ist im Endeffekt ähnlich wie so ein Makefile-Mechanismus. Also es wird eben mit dem Interpreter dann live der Quelltext geladen. Also das ist eigentlich, es verschwimmt ein bisschen, dieses Kompilieren und Ausführen ist im Endeffekt ein Schritt in Python. Ein großer Spaß, ich bin da ein bisschen renitent, also wie funktioniert der Debugger unter Python? Prinzipiell weiß ich, wie es in PyCharm funktioniert, aber ich muss ehrlich sagen, ich benutze den relativ selten und bin da auch der Meinung, dass man mit ein bisschen Nachdenken und dem Reinstreuen von passenden Assert-Anweisungen in dem Quelltext eigentlich auch sehr schnell den Fehler findet. Also man kann nämlich eine ganze Menge Zeit damit vertun mit so einem Debugger. Kurz mal, so ein Debugger startet den Interpreter und anstatt alles auf einmal von oben nach unten auszuführen, kann man mit dem Debugger eben durchspringen. Man kann sagen, gehe zur nächsten Zeile, springe in diese Methode rein oder überspringe diese Methode. Und dann kann man eine ganze Menge Zeit damit verdüdeln, immer eine Zeile nach der anderen auszuführen und zu gucken und zu machen und düdendü. Und dann ist der Tag rum. Und das ist mir irgendwie, das geht mir zu lange. Darum gucke ich mir das an, das Programm, versuche in einem Unit-Test herauszustellen, wo ist der Fehler, dass man das klar, schnell reproduzieren kann. Und dann spicke ich den Quelltext mit ein paar Assert-Anweisungen und bin dann relativ schnell an der entsprechenden Stelle, wo der Fehler hängt. Also ich rufe den Debugger alle 3 Wochen mal auf. Oder alle 2 Wochen vielleicht mal. Gut, also welchen Editor sollte man benutzen? Keine Ahnung, ihr sollt natürlich den nutzen, an dem ihr Spaß habt. Vim, Emacs, Gedit oder PyCharm. Das kann natürlich jeder machen, wie er möchte. Doku findet ihr hier oder über Google.
wie kann man dann, wenn man jetzt dann mal doch zwei, drei sinnvolle Zeilen programmiert hat, das zu einem Paket packen und dann vielleicht auch anderen zur Verfügung stellen, natürlich als Open Source, wenn es geht. Das ist hier in diesem Packaging Guide beschrieben. Gibt es auch ein paar Newsletter, die man abonnieren könnte. Dann noch eine Sache, die RPM und Debian-Pakete für Modul X ist ja veraltet, was tun. Also inzwischen ist es so, wir nutzen eigentlich nur noch den Python-Interpreter, was als RPM oder Debian-Paket installiert ist, und alles andere holen wir uns von PyPI. Also sicherlich hat es Ubuntu oder Debian, was man da verwendet, diverse Pakete für Python schon da als RPM-Paket oder so, aber das nutzt man eigentlich heutzutage nicht mehr. Man erstellt eine Virtual-Env und zieht sich dann die aktuellen Pakete rein, weil die Linux-Distribution eigentlich da viel zu langsam ist, um das alles nachzuliefern. Also objektrelationales Mapping kann ich sehr empfehlen, dass du hast eine Datenbank und dann hast du deine Programmiersprache. Und beim ORM wird es gemappt. Da hast du dann die Tabelle aus der Datenbank, wird die Klasse. Und die Zeilen aus der Tabelle werden dann deine Instanzen, deine Objekte. Also du hast zum Beispiel einen User in der Tabelle und entsprechend hast du dann eine Klasse User in deiner Programmiersprache. Und die Instanz dieser Klasse, also diese Zeile, der konkrete User, dann der Hans oder irgendwas, das ist dann dein Objekt, mit dem du dann arbeiten kannst. Das ist dieses Mapping zwischen relationaler Datenbank und dann der Programmierung. Ja. Und ich würde auch so weit gehen, also selbst wenn ich was programmiere, was überhaupt nichts mit Web zu tun hat und ich brauche ein ORM, würde ich trotzdem das Django nehmen. Da liegen halt noch 3-4 Bytes auf der Platte rum, die mit Web zu tun haben. Ist mir egal, dafür habe ich ein schönes ORM, was sehr schön funktioniert. Gut. Ich würde mal sagen, die Seite hier und alles, das gibt es ja auch im Internet. Und ihr könnt über thomasguttler.de, Vorträge und so dorthin kommen.